Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von Wikipedia und Wikidata. Heute arbeite ich an einer Liste von Einträgen für Wikidata. Und zwar gibt es das Fotoalbum für Weierstrass. Karl Weierstrass war Mathematiker an der Universität in Berlin. 1885 hatte er Geburtstag und bekam ein Fotoalbum geschenkt, in dem lauter Visitenkartenformat Fotos von ehemaligen Schülern und Kollegen drin waren. Das waren über 350, alles Notable-Leute, alles Doktoren, die wenigstens die ein paar Veröffentlichungen haben, so dass ich, das habe ich kontrolliert, so, das habe ich kontrolliert. Für jeden gibt es einen Wikidata-Eintrag, für jeden gibt es auch das Foto, das habe ich aus dem Buch eingescannt und ich habe gefunden, dass bei den Staatlichen Museen zu Berlin diese Fotos auch digital verfügbar sind. Hier sind sie leider mit einer NC-Lizenz veröffentlicht, sodass ich nicht das hier nehmen kann. Kann ich auch erklären, das Foto, die Fotos selber sind alle in Public Domain, Gemeinfreiheit, weil die Fotografen mindestens 70 Jahre tot sind, die meisten auch schon 100 Jahre tot. Aber das Foto selber ist wahrscheinlich mit einer Kamera aufgenommen worden. Ich glaube, das hat man auch in den Eigenschaften des Bildes auch gesehen. Mache ich jetzt nicht. Habe nachgeguckt und also das Anfertigen des Fotos von diesen Fotos ist dann schon wieder copyright-pflichtig. Deswegen können Sie eine Lizenz verwenden, obwohl man vielleicht mal mit Ihnen redet. Aber das mache ich zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall gibt es auch ein Buch. Genau, das müsste ich auch noch erwähnen. Das habe ich auch hier. Da ist das publiziert worden von Reinhard Bölling und der hat sich in den 1990er Jahren die große Mühe gemacht, das war noch vor Internet, rauszufinden, wer auf diesen Bildern zu sehen ist. Und hat es auch überwiegend geschafft. Da sind nur ein paar kleinere Fehler drin, die ich jetzt so nach und nach finde. Das ist schon sehr beeindruckend, was da gemacht wurde. Das heißt, bis auf zwei, glaube ich, ist von allen der Name bekannt. Und damals stand auch mal der Name auch des Fotografen meist drauf, meist auch auf der Rückseite. Und die Leute vom Staatlichen Museum zu Berlin haben das hier auch hingeschrieben, wer der Fotograf ist. Und das kann man auch rauskriegen. Das habe ich jetzt schon für einige gemacht und verwende verschiedene Webseiten, um dann rauszufinden, wer JC Scharwächter ist. Das war in dem Fall Julius Cornelius Scharwächter. Hier sieht man so eine Rückseite, oder auch so Rückseite exemplarisch von so einem Fotos, wo noch mehr Informationen stehen. Und ich habe jetzt für dieses Foto von Oswald Hermes einen Wikidata-Eintrag gerade fertig angelegt. Und werde das jetzt hier verwenden, um das Foto automatisch beschreiben zu lassen. Dazu brauche ich die Q-Nummer des Eintrages. Dann bearbeite ich jetzt die Beschreibungsseite für das Bild und tausche das Information Template gegen das Photograph Template aus. Das wird verwendet, um Informationen zu einem Bild anzuzeigen. Die Description nehme ich raus, ersetze ich durch den Wikidata-Eintrag. Das heißt, die Description kommt raus, da hatte ich reingeschrieben Fotoalbum und welche Person angezeigt wird. Das kommt aber jetzt alles automatisch aus Wikidata. Und als Date hatte ich pauschal über 1885 angegeben, das weiß ich jetzt genauer. Das holt sich auch aus Wikidata. Source holt er sich nicht aus Wikidata, das ist ja für das Bild, was auf Commons ist, extra. In dem Fall habe ich das Buch als Source angegeben. Creator Unknown stimmt auch nicht, lösche ich aus, raus, kommt aus Wikidata. Und hier steht noch Other Versions, das ist, weil ich die Buchseiten eingescannt habe und dann einzeln die Fotos rausgeschnitten habe. So, die Lizenz hatte ich auf der sicheren Seite bei allen 70 Jahre hingeschrieben. Das kann man jetzt automatisch machen lassen mit der Vorlage PD Old Auto Expired. Da kann man nämlich jetzt das Todesjahr angeben. Das hier. Und der Julius Cornelius Scharwächter ist gestorben 1904. Oh, das schreibt man jetzt hier hin. 1904. Mehr muss ich nicht ändern. Wikidata. Und dann gucken wir mal die Vorschau an.
Ja, das hat er jetzt automatisch hier generiert. Kontrolliere ich nochmal, ob alles auch richtig hat. Den Fotografen übernommen. Bei den Inschriften. Recto ist die Vorderseite. Und hier hat er automatisch hingeschrieben, 1904 gestorben. Das sind mehr als 100 Jahre. So will ich das haben. Kann ich speichern. So, mal gucken, der Oswald Hermes. Ne, das ist das einzige Bild zu Oswald Hermes. Dann war es das. Jetzt gehe ich in meiner Liste aus dem Buch weiter. Das nächste ist Eduard Fürstenau. Wollen wir mal gucken. Eduard Fürstenau. Wie es hier weitergeht, ist ja schon verloren. Nochmal. Eduard Fürstenau. Da ist es, das Foto. Dann suche ich das hier. Na, da ist es, genau. Hier ist es oval, weil es in dem Foto die Fotos sind reingesteckt hinter Rahmen. Und es gibt immer einen ovalen Rahmen und die andere sind eckig. Deswegen ist es hier so rund geschnitten. So, hier ist noch die von Hand reingeschriebene Text drin. So, und das Interessante ist jetzt, wer das Foto gemacht hat, Theodor Prüm. Den hatte ich schon mal als Fotograf eines anderen Bildes. Darum bin ich guter Dinge, dass ich den jetzt hier in Wikidata finde. Und da ist er auch schon. Theodor Prüm. Aha. Und die Daten für den Herrn sind auch ziemlich vollständig. 1890 gestorben. Weiter geht's. Dann können wir jetzt für Eduard Fürstenau. Für den gibt es auch einen Wikidata-Eintrag. Ha. Welcher ist es? Der ist es. Okay. Für den erstelle ich jetzt einen neuen Eintrag. Da habe ich mir hier eine Abkürzung angelegt, die schon mal über die URL ein paar Felder vorausführt, nämlich neues Datenobjekt auf Deutsch, Bezeichnung Eduard Fürstenau, Fotografie von Theodor Prüm. Anlegen. Fülle ich gleich noch das Englische aus. Eduard Fürstenau. Photograph bei Eduard Theodor heißt er. So, erstes ist einer. Kommt ja mal hier schon Vorschläge, aber da ist kein Foto dabei. Foto ist eine Fotografie, über die ich jetzt einen Eintrag einlege. Und jetzt schreibe ich schon Sachen ran, damit ich nachher nicht vergesse, weil die zu spät angebunden werden. Nämlich erstmal das Motiv, also was ist zu sehen auf dem Bild. Das ist in dem Fall Eduard Fürstenau. Das war der deutsche Architekt. Und den Titels, Fotos, das ist auch eben dieser Name von dem Herrn. Muss man hier die Sprache noch eingeben. Und dann kann man von hier aus nicht durch Enter speichern, muss eins zurückgehen, speichern. Jetzt habe ich den Titel eingegeben. Dann gebe ich noch die Inschrift ein. Na, Inschrift. Gucken wir nach, wie sie heißt. TH Prüm Berlin mit Punkten getrennt. TH Prüm Berlin. Ist wieder auf Deutsch. Und hier muss man, ich lasse es mal weg, damit ich das zeigen kann. TH Prüm. So, was jetzt noch fehlt, ist, ob das auf der Vorderseite oder der Rückseite ist. Das macht man hier mit dem obersten Eintrag gleich hier, betroffener Teil. Ich werde auch Vorderseite eingeben, da würde er mir auch Recto anbieten. Vorderseite eines Blattes. Dann noch den Herstellungsort. Das hatten wir ja gerade, das ist Berlin. Jetzt wird er gleich eine Warnung anzeigen, weil, oder ein Hinweis. Da schreibt er, wenn man einen Herstellungsort angibt, soll man auch ein Ursprungsland Land angeben. Dann machen wir das doch. Ursprungsland. Ist in dem Fall das Deutsche Reich.
Warum das Deutsche Reich? Das Foto ist zwischen 1885 entstanden, 1870 ist das Deutsche Reich entstanden. Und jetzt brauche ich bloß noch hier das abzuarbeiten. Theodor Prim als Urheber. Nächste ist die Sammlung. Das ist die Kunstbibliothek. Braucht nur die ersten paar Buchstaben. Noch so ein bisschen kleine Verzögerung und dann kann man das auswählen. Das ist die Sammlung, wo das herkommt. Als nächstes wird er die Inventarnummer haben wollen. Und da weiß ich schon, dass er dann Warnung ausgibt, dass die Sammlung auch immer noch mal anzugeben ist. Da kommt als nächstes der Ort Kunstbib. So, wann wurde es gemacht? 1885. Material ist Albuminpapier. Das stand auch hier. Da, gerade wie sieht Albuminpapier. Nächstes Ding ist die Höhe. 10 und 6,2. 10, und da muss man auch noch einen Zusatzparameter eingeben, nämlich die Einheit. Und da muss man auch einen Eintrag wählen und kann nicht nur einfach Zentimeter reinschreiben. So. Das ist nämlich hier. Also hier sieht man immer sehr schön, man kann hier einen freien Wert eingeben. Er wird vermutlich meckern, wenn man Buchstaben eingibt. Aber hier muss man einen Datenbankeintrag auswählen. Dann die Breite. Das waren 6,2 Zentimeter. Ein Bild von der Sache, das haben wir hier. Urheberrechtsstatus ist die Gemeinfreiheit, weil der Herr ja schon, wer hat es gemerkt, wann er gestorben ist, 1890. Na, das war zu früh. Ich muss ja noch die Bestimmungsmethode angeben. Das sind 100 Jahre nach Ableben des Urhebers. Genre ist Porträtfotografie. Da weiß ich schon, ich muss Porträt F eingeben, damit ich meine Vervollständigung bekomme, die ich brauche. Und wird beschrieben in URL. Das ist diese URL hier. Der Datenbank der Kunstbibliothek, und zu einer URL muss man immer die Sprache mit angeben, verlangt Wikidata. Das ist Deutsch, und dann, wann es abgerufen wurde, und da fügt er automatisch das Datum ein, weil ich das Helferlein in den Einstellungen aktiviert habe, dass das macht. Start nicht, aber das ist Teil von, und das ist das Fotoalbum von Weierstrass. Davon ist es ein Teil. So, gucken wir mal. Wieder die Q-Nummer. Hier wieder den Quelltext bearbeiten und hier setze Information durch Photograph. Description durch Wikidata. Description und das Date durch die Q-Nummer. Nehme den Autor raus. Hier könnte ich 100 hinschreiben, aber Autor ist besser, wer weiß, was sich da noch alles ändert. Lieber automatisch aus dem Todesjahr berechnen lassen, dann das war 1890. Wikidata als Zusammenfassung, dass jetzt die Daten aus Wikidata kommen. Dann gucke ich mir mal die Vorschau an. Sieht gut aus. Alles da. Theodor Prim. Sehr beeindruckendes Bild. Das wird richtig aufgelöst. Okay. Und gespeichert. Wieder eins fertig. Nächster in der Liste ist Wilhelm Biermann. Der kann weg. Wilhelm Gustav Adolf Biermann heißt der Gute. Kurzname. Das heißt mehrfach, dass das nicht so einfach zu finden ist, wenn mehrere Vornamen da sind oder wenn die verschieden geschrieben sind. Adolf wird gerne auch mal mit F geschrieben und Karl abwechselnd mit C oder K auch in den Unterlagen.
So, jetzt müsste der aber zu finden sein unter Wilhelm Biermann, deutscher Mathematiker und Lehrer, ja. Und wer hat das Foto gemacht? Erstmal hier in der Datenbank suchen, bei der im Preußischen Kulturbesitz. Oh, jetzt habe ich hier mehrere mit Herrn Biermann. Seltsam. Dann mache ich noch Originalabzug, dann weiß ich, dass ich das Bild finde. Da ist es. Und das hat ein H. Haberland, vormals G. Steffens, gemacht. Ha, ob ich da was finde? Haberland. Gucken wir mal auf Wikidata, wie viel Haberland gibt es denn da? Physiker, Artikel, Botaniker. Einfach mal suchen nach Haberland. Vielleicht findet sich ja hier schon ein Fotograf. Wissenschaftler. Joe Reinhold. Foto? Nee. Foto auch nicht. So, jetzt muss ich meine anderen Quellen abzapfen, um den H. Haberland zu finden aus Berlin. H. Haberland, Berlin. Machen wir erstmal Google an. Haberland, Berlin. Da fehlen auch gleich mehrere Fotos von dem. Fritzi Haberland. Nee, die ist ganz gewiss nicht. Ah, hier haben wir schon ein Rückseitenbild. Haberland, Cavalier, Anhalt, Straße 2. So, nächste Quelle ist eine polnische Seite. Nee, unter Datenbanken habe ich die Lexikon Fotografow. Unter H. Haberland, da ist er. Haberland H, Berlin. Ja, da sehe ich auch nicht viel mehr, nur das 1818, 1890. Ja, mal gucken, was das hier heißt. Wo sitzen die Seite? G. Steffens Sammlung Chimerski. Ja, hier ist also nichts weiter. Nächster Anlaufpunkt ist Anke's Tree. Sein. Ludwig Herbert. 87, das ist zu spät. Das Foto ist ja 85 gemacht worden. Militärisch. Oh, sind schon recht viele Haberlands. Das muss man ein bisschen einschränken. Beliebiges Jahr, das wäre 1885. Also da muss er schon existiert haben. Und also viele Nordamerika-Sachen sind jetzt hier nicht drin, weil durch die ganzen Auswanderer hat man oft dann was dabei. Jetzt mal nur Deutschland. Clara Paul. So, nochmal die Suche einschränken, Suchbegriff Fotograf. Hat nichts gebracht. Google. Gottlieb Haberland hat einen Eintrag, guckt auch so finster. Vielleicht steht was in dem Artikel zu dem. Oder in Berlin, oder in Botaniker. Also 55, 54. Friedrich war Michael. Dann gucken wir noch mal Foto. Ateliername. Das ist ein Forschungsprojekt.
Haberland. Sehr viele Straßen, aber kein Vorname. Das weiß ich aber, dass er von 18 bis 1874 bis 1900 existiert hat. Ein bisschen mühseliger. Probieren kann man es. Adressbuch Berlin 1880. Zentralen Landesbibliothek ist das Ding vorrätig. Alle Einwohner. Haberland ist das gleich, fängt mit HA gleich an. Der Zoom. Nächste Seite. Also immer noch bei Doppel-A. Dann kommt erstmal da Hier müsste es irgendwo. Habe Recht, habe Kern, keine, habe Korn haben. KL, Haberland, J und S, Haberland. Ja, verdammt, hier stehen auch nur die Anfangsbuchstaben. Nächste Seite stehen. Schöneberger Straße 24. So, hier steht auch nur der Vorname. Aber wir haben ja auch sämtliche Häuser. Eigentümer und Mieter. Vielleicht haben wir da Glück. Schöneberger Straße 24. SCH Schoo. Schöneberger Straße. Ist auch schon. 10, 24. Haberland, Fotograf. Ich mache mal die Abkürzung. Tja, Pech gehabt. Dann geht's aufs nächste Adressbuch. Auf 77. Alphabetisches Verzeichnis. Zu weit. Hin, auch zu weit. Haberland. Postbeamter. Aber. Na, ihr habt es schon wieder gesehen, ne? Ja, ich stehe
auch wieder bloß der Vorname und hat aber Glück, da steht dann ein bisschen mehr. Adolf. Vielleicht steht er hier gar nicht drin. Ich muss mal sehen. Nee, ich halte zurück. Fräulein. Schmiedschlichter. Mein Gott, gibt es viele Haberländer. Mit D. Ich will den mit DT. Nee. Das ist jetzt das von 77 und die hatten doch noch 74. Bis 79. Ach, dann bis 75 und dann war nichts. Und Schöneberger Straße 82. Ist ja komisch. Weitersuchen. Haberlein. Nix. Wie ist das? Gehe ich mal auf die 79. Und auf der nächsten Seite dann Haberland mit DT. Die Gebrüder kommen erst. Hermann Haberland nach Fahnenlager aller Sorten. Haben die Briefträger. Kaufmann. Fotograf Südwest. Neuenburger Straße 21. Ist das hier überhaupt? Ja. Na, wo war's hier? Neuenburger Allhäuser. Neuenburger Straße. Homburger Straße. Nazarethkirchen, die andere Neuenburger Straße. Jetzt habe ich die Hausnummer vergessen, das Drittel. 21 oder 24. Und so weiter. Haberland Fotograf, mehr steht hier nicht. Vielleicht kann ich das ein bisschen cheaten hier bei Ancestry, indem ich Hermann die Konnamen durchprobiere. So, der Musikmachermeister. Nee, der ist es nicht. Ferdinand Wilhelm Gustav. Was war der von Beruf? Monteur. Ernst August 81, das war auch zu spät. Geboren 72, Hermann Johann Friedrich, der Schlammeister. Hermann Johann Friedrich, sich geboren, das ist zu spät. Gestorben ist, 80 Jahre. Fotograf Hermann Karl Heinrich Haberland. Da ist er. Rentner, der Sohn. Wohnhaft zu im Hospital. Witwer. Da
Das ist der bestimmt. Dann suchen wir den mal. Karl Hermann Heinrich Haberland. So, aus dem Namen Extension. Das nehmen wir raus. Der ist 80 Jahre gestorben am 10. Februar 1915. Tot 1915 in Berlin. Deutschland. Mei, die fehlt da raus. Sterberegister. Geburtsurkunde. Das hatten wir ja gerade, ne? Der ist 15 gestorben. Ne, 16 ist er gestorben. Dem bin ich dumm. 15 steht hier. Ne, 16. Also nochmal zurück. 16. Hermann Karl Heinrich, ungefähr 1836. Das ist noch ein zweiter Eintrag. 51 Jahre. Schon ziemlich wahrscheinlich, dass der das ist, weil es nicht so viele Fotografen gab. Ja, Mann, hier, dann gucken wir mal hier rein. 1835, das könnte erst stimmen. Ist ja immer, wenn man das Sterbedatum hat und dann steht da 80 Jahre, dann ist er entweder, ja, kann in 2 Jahren, 35 oder 36, geboren sein. Und das scheint hier zu stimmen. Aber halt noch 80, noch nicht 81. So, da ist Haberland. Karl Heinrich Hermann. Das ist der Bräutigam und da steht als Beruf, ich würde mal sagen, das heißt Foto, das Wunschdenken. Was steht hier? Ein S oder ein P. Zimmerstraße 8. Zimmerstraße 8. Dann gucken wir mal in dem Jahr, dem die ihre Schließung war, 62 ins Adressbuch, wenn es da eins gibt. Die Zimmerstraße 2. Nope, geht nur bis 73. Gucken, ob es woanders eingeht. Adressbuch Berlin 1862. Digital. Ja, 1862, ziemlicher Einwohner. So, suchen wir nach unserem Herrn Haberland. Hahaha, Haberland. Hermann Haas. Nächste Seite. Wo ist die nächste Seite? Warum kann ich nicht blättern?
Wie fehlt hier was, ne? Also, ist blind? Warum sich die Nachricht sortieren? Vollbild verlassen. Hier nichts zum Blättern. Postbote, ja, sehr gut. Warum sind denn hier keine? Adresse und Telefonbücher. Und sag mal, bin ich kloppt oder was? Kann ich denn hier nicht blättern? Blättert noch nicht weiter. Nee, das ist irgendwie falsch. Ach, das ist hier. Das ist wahrscheinlich diese Zahl. 41. Da kann ich blättern. Ich werde zur Zimmerstraße. Gehe ich mal vor bis zu 700. Ja, weit entfernt. Zimmerstraße 2800. Goldschlager. Jetzt bin ich schon bei den Berufen. Ärzte. Komm näher. 60. Gut, also hier gibt es keinen. 62, dann gucken wir mal 64. Warum sind keine Blätterfunktion drin? Kann nicht wahr sein. Thank you.
heißt das jetzt? Da muss ich meinen Sitterlin-Spicker rausholen. Mal gucken, was hier steht. Das ist so ein, das könnte ein Is sein. Das könnte aber auch ein schwungvolles irgendwas sein. Hier wird als Vater genannt Postbeamter Heinrich Haberland und bei dieser Geburtsurkunde wird als Vater genannt des Vaters. So. Jetzt wollen wir das hier irgendwie entziffern. Johann Heinrich Haberland. Ist ja nur Heinrich, aber dann. Also den Sachen lassen sie meist weg oder das ist nur das, was es die Leute daran erinnern. Was steht hier? Brief. Brief. Bote. Oh, das deckt sich mit Postbeamter. Das wird ja schon sein. Glaube ich immer noch. Gehen wir weiter. Hier haben wir noch einen Karl Heinrich Haberland. Schriftsetzer. Das Ding heißt Schriftsetzer. Okay, das ist nochmal der Eintrag. Johann Heinrich Haberland. Postbote. Also nochmal die Abschrift. Vielleicht war er vorher Schriftsetzer, bevor er Fotograf wurde. So, dann haben wir hier ein Heiratsregister. Persönlichkeit. Der William Dalitz. Okay. Und die Helene Haberland. Tochter des Fotografen Karl Heinrich Hermann Haberland. Der wird er wieder genannt, wohnhaft zu Berlin. Okay, das waren dann seine Tochter. Von der will ich jetzt erstmal nichts. Hier ist noch ein Heiratsregistereintrag. Bruno Williams, das ist Vorgang. Sterbe Nika Otto Ernst Karl Heinrich August Heinrich Hermann, hier ist noch ein, was ist das für ein Eintrag? Niemand nur gemerkt, dass die Hochzeit. Nützt mir nichts. Hier ist nochmal ein Blick in ein Name des Kindes und Name des Partners. Gottmann Haberland. Karl Heinrich Hermann Schriftsetzer.
Kind, Anna Augusta Hermine Elisabeth. Und die Frau heißt Gierecke. Auguste Wilhelmine Luise. Dann gucken wir auch mal auf dem anderen. Beamter. Zuletzt nach Berlin. Ob hier was über seine Frau drin steht. Hier steht ja nur Witwer. Ja, das war das Geburtsding. Schade. Und ihr Partner hat gebildet. Das gleiche wieder der, den wir schon hatten, genau. Haverland. Ja, den hatten wir ja, hier gerade. Nee, hier. Auguste Wilhelmine Luise. Haverland. Das ist eine andere. Eine große Sache auf der Spur. Ist ein anderer oder hat zweimal geheiratet? Fiese. Schriftsetzer. Das ist ein anderer. Ach, schade. Wäre ja zu einfach gewesen. Oh, 19 Uhr. Zeit ist rum. So, Schluss für heute. Ich speichere mal das weg und mache dann irgendwann weiter.